Ich begrüße euch im Namen der Landtagsfraktion Die Linke im Niedersächsischen Landtag sehr herzlich zu einem prallvollen Wochenende des Diskutierens, des Streitens, des Lebens, des Feierns. Kabarett ist dabei, Diskussionen sind dabei, Vorträge von Sibylle Stamm und anderen sind dabei. Vor allen Dingen sind Diskussionen und gemeinsamer Ratschlag dabei, wie wir dieses Niedersachsen sozialer machen können, als es im Moment ist. Herzlich willkommen. Wir tun das alles in dem Bewusstsein, wir sind im Grunde nur der dritte Rang. Den ersten Rang haben die Bewegungen, also Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und die, die dieses Land bewegen, weil sie betroffen sind von der beschissenen Politik, die oben in diesem Land gemacht wird, von Wulff und Merkel und wie sie alle heißen. Und der zweite Rang gebührt der Partei, die das organisiert. Und erst an dritter Stelle steht die Fraktion, weil wir uns immer bewusst sind, dass man nichts erreichen kann im Parlamentarismus, wenn nicht politische Aktivität und Bewegung da ist in den Betrieben und auf den Straßen. Und wir versprechen, das niemals zu vergessen. Es wird mir offen gestanden Angst und Bange, diesen Ministerpräsidenten Wulff zu hören, der gemeinsam mit seinem Kettenhund McAllister und seinem unseligen Finanzminister Möllring, dem das Wort Gefühle irgendwann auf dem Weg seines Lebens abhanden gekommen sein muss, dass die sagen, wir haben eigentlich nur ein Ziel als Landesregierung bis 2010. Wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt ohne Schulden. Und dem ist völlig egal, was bei diesem Ziel alles unter die Räder gerät. Wenn gesagt wird, die Schulen gehen vor die Hunde, dann sagt er, mir egal, wir haben das Ziel Entschuldung. Und wenn wir, und das setzt dem Ganzen die Krone auf, wenn wir sagen, wer diese Politik macht, und das macht angesichts steigender Energiepreise, der riskiert sehenden Auges, dass in Niedersachsen in diesem Winter wieder Leute erfrieren, weil sie sich das Geld für Heizung nicht leisten können, dann sagt er, macht nichts, wir müssen vor allen Dingen den Haushalt ausgleichen. Und damit werden wir Schluss machen. Mit dieser Politik müssen wir Schluss machen.